Also, als nächstes haben wir hier dieses Rätsel. Moment, ist das noch in... Ach, das ist schon das Überliegende. Okay, gut, dann lasse ich das mal sein. Dann gehen wir dahin. Das ist doch noch hier. Daneben ist das. Also... Die Karten sind aber auch sehr speziell gemacht. So. Also wenn ich Steinmenschen kriegen sollte, kann es sein, dass ich hier im Stream weitermache, aber in der Aufnahme nicht, weil die Dinger, die gehen mir einfach so auf den Sack. Wandelt auf verfluchten Boden. Dein Leben ist in Gefahr. Wer ist da? Wir sind die Sumpfgeister. Leg all dein Hab und Gut ab, oder du wirst die Sonne nie wiedersehen. Geister? Wollen wir doch mal sehen. Eine Idee. Ja, wollen wir mal sehen. Wo bist du, Früchtchen? Sind hier noch so Dinger? Boah, hier sieht man ja auch gar nichts. Was ist das hier für eine Suppe, bitte? Was siehst du da oben, Sönen? Ach, das ist ein Feuer. Das kommt definitiv von hier. Kam von hier irgendwo. Ausschlagen kann ich es nicht.
ist das nur wegen der Wand. Boah, da sieht man ja noch weniger. So, Freunde, wo seid ihr? Sind aufgeflogen, Jungs. Keine schnellen Bewegungen. Ah ja. Das sind ja die geisterhaften Stimmen. Und ihr versucht, Reisende zu erschrecken, damit sie ihre Wertsachen abgeben? Genau. Ganz friedlich. Ich würde keiner Fliege was zuleide tun. Ihr wolltet mich ausnehmen. Eine traurige Notwendigkeit. Wir drei sind obdachlos, denn deine Leute haben unser Dorf niedergebrannt. Also tun wir, was wir müssen, um Körper und Seele zusammenzuhalten. Sag mal, du hast uns ja durchschaut. Kannst du uns helfen? Euch helfen? Mit einem Rat. Wie können wir besser werden? Also bessere Geister, sozusagen. Freunde, ihr seid doch echt so dumm, oder? Komm, ne. Eure erbärmliche Masche langweilt mich. Seid dankbar, dass ich euch am Leben lasse. Das sind wir auf jeden Fall. Die drei Sumpfgeister grüßen dich und gewähren dir sichere Reise durch unseren Sumpf. Mhm. Die Zeit, als wir am Strand Schnecken verkauft haben. Der Meeresduft statt diesem stinkenden Sumpf. Kopf hoch, Edgar. Du bist jetzt ein Geist. Der Geist, der bescheißt. Mit Spuk und Trug. Bist du jemals unglücklich, Alden? Ich mach zumindest. Oh Gott. Ich soll ein Leben bringen, Tropilsen. Ich hoffe, dass der Lehrling nicht lade. So, das hast du davon, mein Freund. Der Geist, der bescheißt, ernsthaft. Er denkt sich die Sprüche aus. So. Weiter geht's. Dahin. Nun gut, haben wir das angezeichnet? Ja, okay, perfekt. Der Geist, der bescheißt. Habe ich auch noch nie gehört. Also das sieht ja schon mal irgendwie cool aus. Was soll das hier? Was fällt dir ein, mich so anzusehen? Zeig deinem Herrn Respekt! Du weißt es, den königlichen Schatz zu stehlen? Wachen! Wachen! Schnapp ihn, Männer! Immerhin hat der Wahnsinn jetzt ein Ende. Armer Thor. Naja. Als nächstes hätten wir hier noch dieses Artefakt. Also hier war jetzt alles, oder? Ja, okay, perfekt.
reite. Hör! Habe ich das Gefühl, hier ist überall Nebel oder liegt das etwa daran, dass gerade Nacht ist? Aus der Drude. Moment mal. Ruhig bleiben. Hier ist doch was faul. Das ist doch eine Falle. Ach, und da liegt sie tot. Gibt's hier nirgends? Ist das hier ein Rätsel oder was ist das? Ach, hier. Gut. Damit wäre das abgeschlossen. Also auf geht's ins Dorf. Und holen wir uns da die ganzen Schätze. Gesicht verdecken. Ja, in Südsachsen ist das nur mal so ein Nachteil. Das kann dir egal sein, mein Freund. Dahin. Die sind nicht froh mit uns. Bei dem Hauptspiel haben wir hier diese Silo-Speicher angezündet. Dann. Wir hatten hier eine Quest, um die ganzen Silo, die ganze Nahrung abzuschirmen, also zerstören, um die Armee zu schwächen, und das haben die uns leicht übel genommen. Auch nur etwas. Erstmal ins Langhaus. Wurde wohl verriegelt. Hm.
Oh. Warte mal. Sorry. Wie? Den anderen Ausweg gibt es ja nicht, ne? Wir müssen ja wieder da oben hin. So, ich gebe mal kurz die Fertigkeitspunkte aus. Hatten wir die alle ausgegeben? Nee, noch nicht ganz. Jetzt haben wir alle ausgegeben. Ach nee, das fehlt noch. Okay. So, als nächstes hätten wir das hier. Sozusagen der Hauptgewinn. Ah, Mist. Das bringt uns leider nicht viel, aber wir müssen nach oben, das ist sicher. Erstmal die Opfergaben klauen. Und da haben wir es. Das Mentorengewand. Dann hätten wir jetzt nur noch das letzte Ding. Und das ist hier im Haus, oder? Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Hä?
Da ist dann auf einmal die Tür offen. Hallo meine kleine Schäfchen.